So, ein Zurück bei den Survival of the Skies. Meine Stimme geht weg. Lustig, ja. Wir sind zurück und wir wollen jetzt in diese Höhle hier rein. Also, wir waren hier schon mal drin im letzten Part, wie ihr euch erinnert. Aber wir wollen das Rätsel lösen und ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Moment mal. Ah, hier waren wir schon mal. Okay, gehen wir erstmal hier weiter. Unser Team hat sich soweit nicht verändert. Oder? Eigentlich nicht, ne? Nö, laber das immer nach vorne. Dich hatten wir nicht, okay. Team Tundra wird diese Welt verändern. Ja, ich habe jetzt etwa 5, 6 Tage, 7 Tage, 8, 9 nicht aufgenommen. Es wird immer mehr, weil ich keine Ahnung habe, wann ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ist schon ewig her. Ne, ist echt ewig her. Deswegen muss ich selber nochmal gucken. Müssen wir alles haben. Dunkelnebel. Das war einfach eine Statusänderung, ne? Ja. So klug gewesen. In manchen Fällen ist die Attacke gut, aber momentan am Anfang, als erste Attacke ist die Attacke 0. Und als zweite ist sie noch weniger. Nun gut, okay, nehmen wir das als Angebot dran, dass wir es töten dürfen. Dann haben wir einen Gulbat besiegt, also. Wir sind 11 Level runter und haben einen Gulbat besiegt. Und das Hundemon, da wechseln wir natürlich, weil wir haben Nidoking ja eigentlich, haben wir es. Und dann können wir mit Doppelkick eigentlich alles verrichten. Wir hätten natürlich auch Mark nehmen können mit dem Surfer. Der hat, glaube ich, noch Surfer und dann wäre es auch, glaube ich, gegangen. Aber wir wollen ja eine schnelle Runde hier haben. Deswegen müsste der Doppelkick eigentlich das ganze Ding hier verrichten. Ja. Und das tut er auch. Hundemon ist auch down. Und damit haben wir den Trainer, glaube ich, schon besiegt. Oh, 4326 EP. Unser Boss wird dem den Rest geben. Und 1320. Ja, ich will mal wissen, wo euer Boss ist. Ein Item. Ein Solarstrahl. Ja, warum nicht? Habe ich zwar keine Verwendung wirklich für, aber okay. Nach dem TM-Spektakel damals, da ist mir echt die Lust nach TM-Spielerei vergangen. Natürlich! Warte mal. Wetten-Doppelkampf. Trauma, geh nach vorne. Jo, das war sowas von vorher zu sehen. Ich glaube, ich muss dich immer und immer wieder sehen, oder? Ja, klar. Du bist eine echte Plage. Ach, nee. Ich bin der Gute. Und wie in jedem Pokémon-Spiel muss der Gute die Bösen aufhalten. Ach, die Vorstände. Ja, kann ich ja froh sein, kann ich nicht. Mit Traumagie habe ich echt die Arschkarte gezogen. Wohl auch nicht. Wo haben wir es? Schockwelle. Wird zwar jetzt nicht so viel bringen, aber es wird wenigstens etwas bringen. Okay, es wird gar nichts bringen. Und das wird wehtun. Das wird sehr viel bringen. Ja. Okay, da hatten wir Pech. Wenn ich jetzt mal... Nee, das ist ein Eis-Pokémon. Das darf nicht wahr sein. Aussenden. Das ist Wassereis und das macht Probleme. Oh, ich bin weg. Du Mistbiest. Du elendes Viech, ey. Weg mit dir. Ich hasse Pokémon, die sowas einsetzen. Das ist einfach... Schlimm ist das. So, können wir Fliegen einsetzen. Bringt zwar jetzt nicht unbedingt so viel. Aber die Hälfte, ne? Also von daher ist doch gut. So, Hundemon, du bist down. Und Labrador fliegt erstmal nach oben. Wir nutzen die Chance natürlich, dass wir jetzt ein Pokémon kriegen... Was wir ja so ein wenig einschüchtern können. Simona. Okay. Warum nicht? Vielfach Schwäche gegen uns ist auch vollkommen okay. Ja. Momentan läuft das, außer unserer Traummagie natürlich, läuft das eigentlich hier alles mehr als gut. Weil wir haben jetzt schon wieder ein Pokémon besiegt.
Labrador will jetzt angreifen, aber... Nein, doch! Oh, Käfel! Spüre den Schmerz! Nat! Labrador wenigstens das Gefühl, auch noch was gemacht zu haben. Ja komm, wir wollen einen doppelten Angriff haben. Warum auch nicht? So, und jetzt Labrador noch. Finish him! So. Das war's dann. Also das war ein gutes Dreamteam. So. Vorstand Markus und Hina sind... War ich vorhin an Markus auch schon? Du bist wirklich eine Bedrohung. Oh nein! Ja, 5044. War Markus nicht hier unten auch schon? Kann man den irgendwie ansprechen? Hey Markus. Meinst du, ich sage hier irgendwas? Und nur deinen Namen. Mann. Hier wechsle ich den Raum, aber ich bin mir sicher, ob ich hier richtig bin. Wir sind auf jeden Fall neue Leute. Ja, und sie wollen noch kämpfen. Was hat der kleine Bengel wie du hier zu suchen? Na, ja, kämpfen halt, ne? Team Tundra Forscher mal jetzt. Ah, ich habe das gerade auf den Teppich gesehen, da war so ein Tee drauf. Warst du gewollt? Team Tundra Forscher. Jetzt kommen die Forscher auch ins Spiel. Und sie haben Elektroballs. Ich traue das Scheiße nicht und... Yay, yeah, fliegender Hyperball. Ich traue das Scheiße trotzdem nicht. Explosion einsetzt, habe ich ein Problem. Ja, ja, ja. Doch gesagt. Immer diese Suizidteile. Ich habe ja einen Dragoran und das ist wenigstens ein bisschen mächtiger. So, er setzt natürlich keine Explosion an. Wir setzen mal einen Wutanfall ein. Allein weil Wutanfall mächtig ist. Guck. Mächtiger Wutanfall. Brauchst du nicht so grimmig gucken, Dragoran. Meine Pokémon hätten dir den Rest geben müssen. Ja. Was auch immer für den Rest. Ich würde gerne meine Pokémon heilen. Huch, was ist das denn jetzt? Och. Also ich gehe jetzt gerade gar nicht, ne? Also das macht er jetzt automatisch. Diese Personen scheinen hier eingesperrt zu sein. Ich sollte sie besser irgendwie befreien. Sicherlich gibt es einen Schlüssel, dafür muss ich ihn finden. Das war ein Hundemorn. Nee, mag nein. LOL. Warum? Sollte ich nochmal mein Team ändern? Es ist Level 60, Magnein. Warum nicht? Ich darf sie nicht töten. Da könnte ich wenigstens ein paar Form-Attacken noch beibringen. Ja, das bringt mich sogar auf eine Idee. Ich versuche es mal zu fangen. Raub. Du hast doch gar nichts, ne? Nö, hast du auch nicht. So. Der Attacke ist blöd. So, Beutel. Ich weiß nicht, warum ich das Magnein jetzt am Ende... Ich denke mal einfach, weil es Level 60 ist. Und weil es hier wild umherläuft. Und wir eigentlich ein starkes Pokémon noch gebrauchen können, sicherheitshalber. Ich weiß ja nicht, was kommt. Und Level 60 ist hier eigentlich dann sehr gut eigentlich, soweit. So, Magnein wird Eintrag. Aber Magnein lebt in der Wildnis, im Rudel. Sie gehorchen stets der Anordnungen des Rudelführers. Beim Erlegen von Feinden arbeiten sie perfekt zusammen. Ich beiß dir das Gehirn raus. Ne, es ist weiblich. Ich nenne es jetzt Gehirni. Na okay, wir lassen die Scheiße sein. Gehirni. Ich hab dich gefangen. Noch mehr gefangen, ne? Ich bin verwirrt. Was haben wir hier? Noch ein Porter. Hä? Was macht der denn jetzt? Wo führt das hin? Ach nee. Ach nee. Können wir kämpfen? Es ist besser, wenn die merken, dass ich nicht hier bin. Also, pst. Tralala.
Tralala, ich bin ein kleines Kind, was hier rumläuft. Das sind eh nur Trainer. Ich werde euch retten. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung wie. Kampf! Ich hätte nie gedacht, dass ein kleiner Bengel wie du es so weit schafft. Na, ja, siehst du mal, ne? Vor allem Bengel? Ich bin eine Görruhe eher. Wobei ich bei diesem Sprite eh unsicher bin. Gulbatz, okay. Gulbatz kommt eigentlich passend, weil Nidoking hat Eisstrahl. Es war, glaube ich, die beste Idee, das damals beizubringen. Das ist echt gut. Aber Eisstrahl hat auch eine sehr hohe Genauigkeit. Ist zwar jetzt nicht unbedingt Imba-Attacke, aber... sie macht ihr Ding, würde ich sagen, ne? Meine, wir kriegen jetzt auch noch Level 70. Das ist noch mehr und... oh, ist das... wir kommen hoch voran. Also, wir kommen gut voran, eher gesagt. So. Ja, Level 70. Also ich würde sagen, wir trainieren dann auch noch mal ein bisschen andere. Ich sehe schon, du bist zurecht zu weit gekommen. Genau. Ich würde sagen, wir trainieren dann auch mal ein bisschen andere Pokémon, weil... ja. Super, ne? Mark nach oben. Nidoking geht erstmal am Ende wieder hin. Er kann sich jetzt erstmal entspannen. Aber schon wieder Magnein. Noch ein Magnein. Hier laufen Magneins umher und ich habe aus Versehen eins gefangen. Und darf ich das eigentlich? Ja, wenigstens auch Level 60. Von einfach so ein Magnein gefangen, also. Fire Odem. Allein die Chance paralysiert. Allein die Chance, dass sie jetzt paralysiert ist, so. Mein Gott. So viel Spucke im Mund und ich krieg das nicht raus. Das darf nicht wahr sein. So. Ich finde es eigentlich cool, dass die Pokémon auftauchen, so. Also nach dem Prinzip. Ne? Das ist eigentlich. Also die Idee ist gut. Na, Magnein? Schuss Magnein. Papa! Warum haben sie sich hier eingesperrt? Papa! Da ist doch keiner. Mein Papa lebt nicht mehr. Er ist ersoffen worden. Von einem Känguru. Wenn TK weiß, was ich meine. Jetzt ist schon wieder zwei Wege. Wo? Oh. Nix. Okay. Und jetzt? Aufs. Nunnemon! Von unten, wo nichts ist. Ist klar. Und Level 65. Schon wieder diese Verlockung. Es zu fangen. Und dann kann ich mich nicht entscheiden, was für ein Pokémon ich nehmen soll. Und dann... nein! Du willst mich doch fangen. Wir fangen sie jetzt einfach. Ja, wurde dieses Magnein umsonst gefangen. Egal. Es ist jetzt in einer besseren Welt auf dem PC. Es wurde zusammengedrückt. Es ist jetzt ein Hintergrundbild geworden. Ja, Flammenwurf. Du wirst unbedingt reinkommen. Beutel, lass dich fangen. Allein weil wir die Hyperbälle haben. Du bist ein böses Hundemon. Du setzt immer Flammenwurf ein, obwohl ich ein Feuer-Pokémon bin. Also ein Drachen-Pokémon. Ich könnte dich auslöschen. Also lass dich fangen. Der geht doch. So. Für Hundemon wurde ein Eintrag angelegt. In einer Gruppe von Hundemon ist es dasjenige mit den nach hinten gebogenen Hörnern der Anführer. Sie legen den Anführer durch Kämpfe fest. Wer dreht jetzt den Hörner nach hinten? Weil du hast gewonnen. Es tut dir zwar weh, aber hey. Müssen wir gucken, ob wir unsere Pokémon irgendwie heilen können. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe irgendwie Pokémon gefangen, einfach so aus Langeweile, ne? Ich weiß nicht wieso, aber wir haben es einfach mal gemacht. Dreiporter. Das ist jetzt sowas für ein Fall. Oh Gott! Du bist ein Penis. Ein Sonderbonbon, okay. Jetzt beginnt so eine Rätselzeit, ne? Oh!
Team Drohnenrad Wünsche und Träume. Warum kannst du das nicht verstehen? Na, ich will das doch gar nicht. Mann. Noch ein Golbat. Genau, wir sind unser mächtiges Dragoran. Was auch das einzige Pokémon ist, was wirklich jetzt so halbwegs vom Anfang an dabei ist, ne? Ich meine, Voltilam ist auch noch dabei, aber das wird ja jetzt, also das Ampharos wird ja jetzt eigentlich gegen Magnein aus, nicht Magnein, sondern Hundermann ausgesetzt. Weil es ist einfach erstens zu schwach und zweitens brauchen wir es eh nicht wirklich. Da können wir eher so ein Pokémon, was Feuer spucken kann, mehr gebrauchen. Einfach aus dem Grund, da Team Tundra eh auf Eis spezialisiert ist. Und je mehr Feuer-Pokémon wir haben, desto besser eigentlich, ne? So, 200 KP hast du jetzt. Das ist cool. Sind unsere Pläne denn so falsch? Du weißt doch nicht mal, was der Plan ist, bestimmt. Du bist ein Versager. Hä? Ah, okay. Wir haben gute Pläne und du wirst sie nicht aufhalten. Ich werde euch aufhalten. Eure Pläne sind mir scheißegal. Ich meine, ihr wollt. Was wollt ihr eigentlich nochmal machen? Ihr seid ein Versager-Team. So. Jetzt habe ich es euch gegeben. Was macht ihr jetzt? Ich setze Feuerodem ein. Ich weiß nicht wieso, aber ich setze es einfach ein. Schadenmacher, genau. Mit 1 KP stehen bleiben kann. So war das geplant. Definitiv. Oh, jetzt wird's heiß. Ja, guck, das passt. Das passt jetzt auch eigentlich, dass wir einen Drachpokémon haben, was Flammenwurf kann. Okay, wir sind mit einem Eis, sind wir total im Nachteil mit Mark, also Dragoran. Aber wir können eigentlich so erstmal so Spaß mithalten. Weil wenn wir schnell genug sind, dann greift es uns eh nicht an. Und ich glaube, ein Flammenwurf setzt den schon richtig zu. Wenn ich sage richtig, dann meine ich instant. Doch nicht. Das ist dann der Nachteil, dass du das Hagelsturm einsetzen kannst zum Beispiel. Und dann, ja okay, das bringt jetzt nicht unbedingt die große böse Botschaft, aber wir sind halbwegs außer Gefecht gesetzt. So. Oh mein Gott, du wurdest besiegt von einem Knirps. Magnein, okay. Wäre jetzt aus Langeweile mal das Pokémon wechseln, weil Nidoking darf ja auch ein bisschen kämpfen. Wäre ja gemein, wenn wir es nicht kämpfen lassen. Nur weil es jetzt Level 70 hat. Wie sagt man auch schon, ein hoher Level ist doch besser als gar nichts. Na, guck mal, das Magnein ist 66 und ist auch weiblich. Sind eigentlich die ganzen Magneins hier weiblich oder was? Da habe ich jetzt gar nicht mal drauf geachtet, sind die Gegnerteams eigentlich weiblich? Ich meine, so Frauenausbeute und so, ne? Auf ein böses Team würde das sogar passen, aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wirklich. Hm. Da muss ich mal jetzt nachgucken, eigentlich, nebenbei, ne? Also, wenn ich den Part zu Ende habe, dann gucke ich mal nach, ob sie wirklich nur weiblich sind. Unser Ziel ist es doch nur, jedem Menschen ein besseres Leben zu schenken. Und dir 1340 Dollar. Wir gehen einfach an dir vorbei. Zack. Yay. Okay. Warte, wo bin ich verlangt gegangen? Hier, ne? Nein, bin ich nicht. Hab ich schon wieder vergessen. Ich glaube, ich bin runtergegangen, ne? Genau, dann bin ich runtergegangen. Das war richtig dem hoch. Und Kampf. Den letzten heute. Team Drohnenrad, Pläne, die du nie verstehen wirst. Böse Pläne. In die Tat umsetzen. Golbat. Das ist Level 65, okay. Wenn wir Wutanfall machen wieder. Einfach weil wir Drache sind und wir müssen sowas machen. Und weil wir einen Volltreffer landen. So, Max auch eh einer, der am langsamsten levelt. Ist ein großer Nachteil eigentlich. Wir setzen jetzt Bioking wieder ein. Weil er ist ja ein Drache und Drache levelt extrem langsam. Ich glaube, die leveln auch nur so stark wie ein legendäres. Und dann haben wir drei davon im Team, das ist eigentlich gar nicht so klug. Eigentlich nicht, ne? Nun ja. Passiert halt, ne? So, diese Runde ist auch zu Ende. Team Runde wurde besiegt. Warum musst du dich einmischen? Ja, warum wohl?
So, im nächsten Part geht es dann hier weiter. Wo er gesagt, wir treffen uns nochmal in der Stadt. Ich werde mich nicht heilen und das Teammitglied drin haben. Also, ne. Wir sehen uns hier wieder. Ich werde alles mich nochmal geheilt haben. Neue Sachen gekauft haben. Ich bin übrigens eine Wache. Zack, zack. Und dann sehen wir uns wieder hier bei Survival of the Skies. Und bis dahin, Leute. Danke fürs Reinschalten. Und Masa la Vista, Baby.